Herzlich willkommen zu einem weiteren Vorstellungsvideo. In diesem Falle haben wir aus den Niederlanden Lips Handschellen. Sie ähneln in erster Linie den Handschellen Deutsche Polizei von Heinrich Hagge und wurden auch dort produziert. Allerdings haben wir hier eine andere Aufschrift. Hier typisch für Lips, LIPS. Für die Niederlande und Assa Abloy als Vertriebspartner oder als Vertriebsunternehmen für diese Handschellen. Wir sehen, dass das eine Scharnierhandschelle ist. Wir haben hier aus Aludruckguss diesen Handschellenkörper und den unteren Bügel gefertigt, der hier eine sehr breite Verarbeitung genießt. Weiterhin haben wir hier aus Edelstahl oder Stahl diesen Bügel und man nennt diese Handschelle aufgrund dessen, dass hier nur ein Flügel unten ist und nicht zwei, ein Seitenschwinger. Wir haben die Aufschrift Assa Abloy und Lips auf beiden Seiten. Wobei wir auf der zweiten Seite hier noch eine Seriennummer eingebracht haben. Das ist in diesem Falle CVB1966. Es ist nicht das Herstellungsjahr, sondern eben die Seriennummer. Beide Handschellen werden hier mit einem Scharniergelenk bestehend aus drei Verbindungsgliedern, die hier drehbar gelagert sind, verbunden. Und man kann sie zusammenklappen in beide Richtungen. Allerdings haben wir hier nur ein geringes Spiel und das macht die Handschellen etwas restriktiver. Wir haben auf der Rückseite hier eine Vertiefung und einen Hebel. Dieser Hebel ist zum Setzen des Double Locks geeignet. Dazu kommen wir jedoch erst gleich. Wir haben hier, um Material zu sparen, eine Vertiefung in dem Bügel und hier sehen wir noch zwei kleine Erhebungen von der Herstellung vom Aludruckguss-Verfahren. Wir sehen hier auf dieser Seite den Niet, der hier leicht erhaben herausschaut. Dieser hält den Bügel und ist auf der anderen Seite um einiges größer, jedoch flach. Weiterhin haben wir hier in den Handschellenkörpern jeweils einen Niet, der durchgängig ist und die Handschellen über die Scharniergelenke miteinander verbindet. Dieser ist auch leicht erhaben, aber schön abgerundet. Wir hören uns nun die Handschellen einmal an. Wir hören die bestimmte Feder und den speziellen Ton aufgrund des Aluminiummaterials. Ansonsten sehen wir hier einen sehr schön verarbeiteten Bügel, also ohne jegliche scharfe Kanten. Also alle Kanten sind auch sehr schön abgerundet. Wir haben hier vorne eine leichte Anspitzung der Bügelspitze. Und wir haben hier die Zahnstange, die denn da insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 Zähne aufweist, also 22 Schließpositionen. Wir haben ansonsten hier das Schlossinnenleben. Und sehen hier vorne, ich halte es mal etwas ins Licht, dass wir Schließfalle hier in einem Element haben, also eine einzelne Schließfalle und diese hat drei Schließzähne. Also eine recht simple Sicherheitstechnik, jedoch durch den Double Lock wird diese dann doch etwas
verstärkt. Der Double Lock kann bei den Handschellen wie folgt gesetzt werden. Es wird einfach dieser Hebel in Richtung Handschelle gedrückt. Ungefähr ab dieser Position merkt man einen Widerstand, gegen den man dann drücken muss. Man hört ein Klickgeräusch. Möchte man den Double Lock jetzt noch einmal setzen, was natürlich nicht geht, weil er schon gesetzt ist, merkt man eben diesen Widerstand nicht mehr und die Handschelle ist gedoublelockt. Sie hat minimal Spiel. Und sitzt. Gleiches machen wir auch mit der anderen Seite. Nun ist auch diese Seite gedoublelockt. Der Schlüssel ist der identische Schlüssel, wie er auch bei den Handschellen Deutsche Polizei verwendet wird. Also ein einfacher Rundschlüssel, der innen hohl ist, mit einem Bart, der hier unten zwei Zähne aufweist, wobei der eine Zahn nicht so lang ist wie der andere Zahn. Um die Handschellen zu öffnen, wird der Schlüssel in die Handschelle eingebracht und dann in Richtung Handschellenmitte gedreht. Circa auf 9:30 merkt man dann einen gewissen Widerstand und dieser Widerstand löst den Double Lock. Wenn wir jetzt auf 12 Uhr sind, haben wir den Double Lock gelöst. Gehen wir jetzt wieder mit dem Schlüssel heraus. Das war nicht richtig. Wir müssen ein klein wenig weiter drehen. Ich mache das noch einmal. So, hier merken wir den Widerstand auf 9:30. Ich drücke jetzt einfach mal die Handschelle. Und wenn ich jetzt drehe, jetzt lässt sich da nicht viel machen, 12 Uhr, also ziemlich genau auf 12 Uhr ist der Double Lock dann befreit. Dann drehe ich weiter und die Handschelle ist weiterhin zu, jedoch ohne Double Lock. Drehe ich dann noch einmal, eine Umdrehung, merke ich, wie ich jetzt nicht mehr weiterkomme bei ca. 11:30 und kann den Bügel frei bewegen. Wir machen das auf der anderen Seite auch noch einmal. Also Schlüssel in Richtung Handschellenmitte drehen, also im Uhrzeigersinn, auf ungefähr 12 Uhr. Double Lock ist frei, drehen wir weiter, ist die Handschelle noch nicht offen, also nur der Double Lock ist jetzt gelöst. Und wenn wir jetzt den Schlüssel weiter drehen, also eine weitere Umdrehung oder eine weitere fast halbe Umdrehung, wie gesagt auf 11:30, kann hier der Bügel frei bewegt werden. Wir schauen uns das jetzt noch einmal hier im Licht an. Hier sieht man, wie die Zahnstange des Schlosskastens mit der Schlüsselbewegung sich nach hinten bewegt. Die Handschelle ist in allem schön verarbeitet. Wie gesagt, eine Heinrich Hagge mit anderem Aufdruck. Wir schauen uns jetzt noch einmal das Gewicht dieser Handschelle an. Dieses liegt bei 341 Gramm. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wünsche einen angenehmen Tag.